Also das sind die berühmten Wiener Salzstangen. Ja, und ich bin neugierig, wie sie dir schmecken werden. Na, ich auch. Nanu, da ist ja was drin. In dem Salzstangen? Ja. Das ist ja... Was ist denn? Das sind ja... Das sind ja Noten. Noten? Das ist eine ganze Oper. Ja, wie ist denn so etwas möglich? Was ist denn los? Im Salzstangen von seiner Majestät sind Noten drin. Noten im Salzstangen? Das darf doch nicht vorkommen. Ja, ich kann nichts dafür. Ich hab's nicht hineingegeben, Exzellenz. Soll das vielleicht eine tiefere Bedeutung haben? Also bitte, mir ist das wirklich ein Rätsel, wie so etwas da hinein... Da ist ja schon wieder was drin. Das ist doch ein Affront. Ist schon wieder was passiert? Natürlich. Man kommt nicht zum Essen. Moment. Wieder Noten. Wollen wir mal sehen, was da drin ist. Ah nein, das ist ein Brief. Ist ein Brief, ja. Eine merkwürdige Post habt ihr da in Österreich. Eine Salzstangenpost. Ja. Euer Majestät. Na, jetzt weiß ich nicht, ist der Brief an dich oder an mich? Ja, bitte, nachdem der Brief in deinem Salzstangen drin war, muss er wohl dir gehören. Euer Majestät, mit gleicher Post übersende ich ehrfürchtigst einen neuen Militärmarsch. Ah, ach so, das ist ein Marsch, ist das. Und falls Majestät an der Komposition Gefallen finden, bitte ich um umgehende Nachricht. Ihre Untertänigste, Stanzi Hübner, im Bäckergeschäft Babenberger Straße 7. Um umgehende Nachricht, das ist aber eine ungeduldige Person. Also bitte, ich muss dich wirklich um Entschuldigung bitten, dass so etwas passieren kann. Wirklich ein Rätsel. Aha, da bin ich aber neugierig, ob hier auch wieder was drin sein wird. Ich auch, bitte mach. Nee, ist leer. Na Gott sei Dank. Also, wenn dieser Militärmarsch nur halb so gut ist, wie die Salzstange. Na denn. Prost.